Hallihallo und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute werden wir zusammen den Zeitcode entschlüsseln und du siehst einen schönen Zeitcode mit den Zahlen 924. Ganz oben hast du die Jahresenergie. 2016 entspricht einem Neunerjahr, wo Dinge zu einem Abschluss gebracht werden sollen. Der Monat November in 2016 entspricht einer Zweierqualität. Hier geht es um das Prinzip des Helfens. Und die Tagesenergie errechnest du, wenn du das vollständige Datum nimmst vom heutigen Tag, 11.11. Faschingsbeginn, glaube ich, in Deutschland. 11.11.2016. Und solange die Quersumme bildest, bis eine einstellige Zahl dabei herauskommt. Und dann haben wir die 4. Wir betrachten aktuell die Zahlen mit einem anderen Blick, mit einem Blick, dass wir einen Schöpfungsprozess erklären anhand der verschiedenen Energien der Zahlen. Das bedeutet, mit der 1 beginnst du etwas, übernimmst Verantwortung, bei der 2 überlegst du dir, wem soll damit geholfen werden. Bei der 3 geht es darum, dass du Einsatz bringen musst für ein Projekt, wo du Verantwortung übernimmst, damit es überhaupt zustande kommen kann. Und die 4 gibt dem Ganzen jetzt eine konkrete materielle Struktur. Eine konkrete materielle Struktur. Wir haben das Beispiel gebracht, wenn ich jemand umziehen möchte und er übernimmt jetzt Verantwortung für diese seine Idee, für dieses sein Vorhaben, dann überlegt er sich in der 2, überlegt er sich, wem da soll damit geholfen werden. Jetzt kann er anderen Menschen damit helfen, zum Beispiel, weil er in die Nähe der Eltern zieht, weil die hilfsbedürftig sind. Oder er kann sich selbst helfen, weil er in die Nähe seiner Arbeit zieht und dann muss er nicht mehr so weit fahren, Tag ein und Tag aus. Natürlich, wenn die 3 dann dazukommt, muss er bereit sein, einen gewissen Einsatz zu bringen. Sonst wird aus diesem Projekt nichts werden. Und bei der 4 hier bekommt das Ganze jetzt schon feste Strukturen, zum Beispiel, indem die Person in unserem Beispiel schon eine Wohnung gefunden hat, die in der Nähe der Arbeitsstelle ist oder die in der Nähe der Eltern ist. Sprich, das ganze Vorhaben materialisiert sich jetzt. Ja, es wird konkret, es wird greifbar, es kriegt einen Rahmen, eine Struktur auf der materiellen Ebene. Die Idee bei der 1 war ja erstmal nur eine Idee, war nur im Geist. Auch bei der 2 geht es erstmal darum, ja, was will das Herz, wie soll einem damit geholfen werden, ja? Und da kommt die Emotion mehr ins Spiel. Und bei der 3 kommt das Feuer, was gebraucht wird, damit etwas in Gang gebracht wird. Doch jetzt in der 4 geht es um die tatsächliche Manifestation und das wäre jetzt in diesem Fall zum Beispiel schon eine Wohnung gefunden zu haben, in die die Person dann ziehen will. Gut, die Numerologie kann natürlich noch mehr, dir zum Beispiel auch deine Lebensaufgabe verraten. Ich habe einen gratis Numerologie-Report dazu erstellt. Klick dafür bitte unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den Link, um ihn dir anzufordern. Abonniere bitte auch den Selbsterkenntniskanal, um auch mit mir morgen den Zeitcode zusammen zu entschlüsseln. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.